Herr Rieten, Sie sind als Managing Director der SIX Group unter anderem zuständig für die technologische Innovation der Gruppe. In diesem Zusammenhang gibt es jetzt auch F10, den Inkubator, den die SIX Group zur Verfügung stellt, vor allem für Startups. Was ist die Idee dahinter? Welchen Nutzen versprechen Sie sich für die SIX Group? Also ein großer Nutzen, den wir sehen, ist natürlich die Zusammenarbeit dieser zwei Teams, also unser internes Team, das ja auch aus Technikern besteht, aus Spezialisten besteht und auch solchen, die diesen Innovationsprozess managen können, und den Startups, die fokussiert an einem Thema schaffen. Ich denke, dort gibt es viele, viele Austauschmöglichkeiten, eine Möglichkeit, dass man zusammen etwas erarbeiten kann, dass es auch kulturelle kulturellen Spillover gibt, also dass dort eigentlich viel Neues entstehen kann. Das ist das, was ich mir erhoffe. Das heißt, eigentlich erhoffen Sie sich eine Blutauffrischung für die SIX am Markt, die ja nicht immer das Image des großen Innovators am Markt hatte. Was spricht jetzt für ein Startup? Wieso sollen die hierher kommen? Also ich muss da widersprechen. Ich denke nicht, dass die SIX nicht innovativ gewesen ist in letzter Zeit. Wir haben das einfach vielleicht nicht so gut verkauft. Die SIX hat immer wieder neue Produkte an den Markt gebracht. Jetzt ist einfach die Geschwindigkeit dieser Entwicklung hat sich massiv beschleunigt. Die Art und Weise, wie man solche Produkte entwickelt oder in den Markt bringt, hat sich verändert. Und dort haben die Startups einen entscheidenden Vorteil, weil sie haben die ganzen Rahmenbedingungen eben nicht und können fokussiert arbeiten. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch immer noch einen großen Teil unseres Kerngeschäftes, das Fehlertoleranz null hat, dass Nachhaltigkeit und natürlich auch Stabilität bedeutet. Die Kombination von diesen zwei Dingen ist ja das, was es am Schluss auch ausmacht. Das ist auch der Grund, wieso wir uns entschieden haben, vermehrt jetzt mit der Startup-Szene, Fintech-Szene zusammenzuarbeiten. Neben den Startups, die ja vor allem im Bereich der Digitalisierung, der Kundeninteraktion sehr, sehr gut unterwegs sind, gibt es dann auch so Google, andere, die so als Neueintreter in den Markt kommen. Dann gibt es aber auch die alten IT-Firmen. Mhm. Welches Spielfeld sehen Sie hier für diese etablierten IT-Firmen? Also wir haben natürlich wie jeder andere große Konzern auch strategische Partnerschaften mit den großen Lieferanten und werden diese auch weiter pflegen und auch weiter nutzen. Insbesondere in der Produktion, in unserem Kerngeschäft sind wir dort auch auf diese Partnerschaften angewiesen. Wir können auch teilweise, innovative Lösungen von diesen Partnern mit in unsere Produkte einbeziehen. Wir werden auch schauen, ob es bei der eher innovativen Produkten eine Zusammenarbeit gibt. Das ist eigentlich eine Kombination von etablierten Playern, von neuen Kräften am Markt, von unseren internen Skills, die wir haben, das dann schlussendlich dazu führt, dass ein neues Produkt entsteht. Einen Bereich der Bedürfnisse eines Startups decken Sie hier ab, nämlich Möglichkeiten, überhaupt Raum zu finden, gewisse Infrastruktur, Services. Was aber die meisten eigentlich ganz dringend brauchen, ist Geld. Mhm. Wie sieht es hier aus? Also die SIX investiert nicht in die Startups. Wir haben auch nicht einen Fonds oder so geplant. Ich denke, es gibt Investoren, auch in der Schweiz, die interessiert sind, hier zu investieren. Für die möchten wir auch eine Plattform eigentlich bilden, dass sie die Möglichkeit haben, diese Startups zu unterstützen. In Zukunft könnten wir uns das vielleicht vorstellen, dass wir auch investieren. Diese Option möchten wir uns offen halten, aber das ist heute kein Thema. Sehr viele traditionelle Firmen tun sich ein bisschen schwer dann in der Rechtfertigung, auch auf der Finanzseite einer solchen Übung. Mhm. Wie sieht das bei der SIX aus? Hat man da auch eine langfristige Perspektive, dass man das über längere Zeit aufrechterhalten möchte und so zum Beispiel Zugang zu neuen Talenten und auch wirklich neuen Lösungen zu bekommen? Ja, ich denke, das ist sehr wichtig, dass das auch langfristig und nachhaltig gesehen wird, weil, wie ich schon heute an der Pressekonferenz erwähnt habe, ist nicht zu erwarten, dass wir jetzt in den nächsten zwei Monaten bahnbrechend neue Produkte hier aus dem F10 entwickeln werden, sondern das wird seine Zeit brauchen. Dementsprechend braucht es natürlich auch Geld, um das weiter betreiben zu können. Unser Verwaltungsrat hat eine Langfriststrategie bezüglich Innovation, ist Bestandteil auch der Konzernstrategie, und ich gehe davon aus, und
wir haben eine wirklich starke Unterstützung auch von der Geschäftsleitung, dass wir diesen F10 und das ganze Innovationssystem der SIX über die nächsten Jahre nachhaltig auch betreiben können. Nebst den Innovationen und vielleicht auch wirklich disruptiven Modellen, die Sie hier entwickeln können und wollen, welche Entwicklungen sehen Sie außerhalb jetzt dieses Inkubators, die für Schlagzeilen sorgen werden in nächster Zeit? Da wurde schon viel darüber geschrieben und gesagt. Welche dieser Ideen oder Themen, die momentan sich am Markt da etablieren, sich durchsetzen will, das wäre ein bisschen eine Spekulation. Ich denke, Payment, der Payment-Bereich im Bereich Peer-to-Peer-Payment ist sicher etwas, das sich hoffentlich dann auch durchsetzen wird, zu einem neuen Standard führen wird. Die Digitalisierung des Bargeldes, das wir heute immer noch einsetzen, bietet hierzu eigentlich großes Potenzial. Also da sehe ich viele Möglichkeiten. Es gibt andere Themen wie im Bereich Crowdfunding, Crowdinvest, Personal Finance Management oder auch im Bereich Social Trading sehe ich auch Potenzial, dass sich das entwickeln könnte. Aber ich würde jetzt, glaube ich, hier ein bisschen zu weit greifen, hier eine Prognose abzugeben, was sich durchsetzen wird. Herr Rieten, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Merci.